Hallo zusammen und ich begrüße euch herzlich zurück zum Mein Team Modus mit den Chicago Reapers. Heute ist Ausgabe Nummer 3 fällig. Wir sind noch auf Platz 8. Noch dürfen wir nur einen Silberspieler benutzen. Der Rest ist auf Bronze getrimmt. Aber diese Limitierung können wir abwerfen, wenn wir das nächste Spiel auf unserer Setzliste oder in unserer Setzliste gewinnen. Unsere Bilanz momentan 3 Siege, eine Niederlage und wir sehen es da gerade schön, dass wir tatsächlich nur noch ein W brauchen, um den Aufstieg zu klären. Und mein kommender Gegner, der uns von diesem Triumph trennte, er benutzte als Silberspieler den Center von den Washington Wizards, also Marcin Gortat, the Polish Hammer, so wird er ja liebevoll genannt. Und als ich das gesehen hatte, stellte ich mich auf knallharte Post-Duelle ein, fast wie mit Zimbulla, der kanadische Bulle. Mal schauen, ob es dann tatsächlich auch so passieren wird. 8:8, der Punktestand bei noch 1 Minute 20. Und frag mich nicht, was mit Lavernier passierte. Ungeahnte Fußarbeit. Plötzlich ist er blank nach dem Flop. Ich war auch total verdutzt, aber Punkte sind Punkte, nehmen wir mit. 11:10, wir hatten den letzten Angriff im ersten Viertel, viel passierte nicht. Low Scoring vom Feinsten, irgendwie war das mittlerweile schon gang und gäbe. Und dann Anthony. Nach dem Lob von Grant bin ich, oder sind wir, anders gewohnt. Normalerweise smasht er das Ding da durch, aber er lässt wohl die Pistole noch im Halfter für andere Gelegenheiten. Mal schauen, ob er heute einen raushaut. Aber noch waren wir nicht aufgelegt für Spektakel. 12:15, Holiday ist durch, hat genug Platz für den Drive über die Baseline. Es gibt den Layup, die nächsten Punkte für uns und die Szene, die jetzt von meinem Gegner kommt, das ist einfach prädestiniert für den Online-Modus. Die sprinten einfach nur durch. Das ist wirklich ekelhaft. Das ist abscheulich. Aber was Holiday hier macht. Wow, was für ein Layup. Richtig akrobatisch, richtig gut zum Anschauen. Erinnerte mich ein bisschen an Rose. Der hat solche Dinge auch regelmäßig in der MVP-Saison ausgepackt. Wir beten, dass das wiederkommt. Aber wir sehen, wir haben uns ein bisschen abgesetzt. Hier kommt der Reverse. 17:23 lautet der Punktestand bei noch 20 Sekunden vor der Halbzeit. Wir stehlen den Ball, es gibt Transition und es gibt den soften Dunk. Ich weiß, es klingt widersprüchlich, Dunk und Soft, aber es war nichts, was mich aus den Socken hauen würde. Dann geht es in die Halbzeit und dann geht es auch rüber ins dritte Viertel, wo wir unsere komfortable Führung hergegeben haben. 23:25, Holiday diesmal über die rechte Baseline, diesmal kein Layup, sondern ein schicker Runner. Mein Gegner sieht sich gezwungen, eine Auszeit zu nehmen und Holiday hier über den Jay vergibt das Ganze und dann Mary mit diesem Move, zwei Pumpfakes, nimmt den Kontakt auf. Dieses Jahr gibt es ja die Möglichkeit, solche Moves auszupacken, hat mir wirklich letztes Jahr gefehlt, denn die Pumpfakes so auszunutzen ist gang und gäbe in der NBA. Ich bin froh, dass es da ist und hier ist es wieder Mary, Pick and Roll mit Holiday, der im letzten Moment sieht, dass sein Center frei ist. Es gibt einen Dunk, noch führen wir, 34:30, mein Gegenüber vergibt einen Freiwurf und dann gibt es ganz schnelle Transition, Easy Points, das sind mir die Liebsten. Geht schneller, als man gucken kann. Und schon sind wir im vierten Viertel, wo Grant sich mit diesem Spin genug Platz verschafft nach der Isolation. Und wir starteten so eine Art kleinen Run, der uns abermals eine komfortable Führung einbrachte. Dann gibt es noch diesen Dreier von unserem Shooting Guard, zu dem ich immer Vucevic sagen will, aber heißt ja Vujicic. Also das ist schon fast so ein Zungenbrecher für mich, aber ich kriege es ja ein bisschen hin, nicht wahr? Bei noch einer Minute sehen wir, dass wir das Ding wohl hier gewonnen haben, denn mein Gegner, ihr habt es gesehen, defensivtechnisch war nicht mehr viel los. 35:46 und The Polish Hammer. Hier gibt es die Zusammenfassung für dessen Leistung. Er wird geblockt von Mary. Mit dem hatte ich sowieso das Vergnügen, ganz in dem Post zu agieren. Ich hatte es vorausgesagt. Das Matchup konnte ich ganz klar für mich entscheiden und somit war das
Der letzte Sieg auf Platz 8. 4 Siege brauchten wir. 4 Siege haben wir eingefahren. Im Spielbericht sehen wir Holiday. 16 Minuten, 16 Punkte. Wieder mal der überragende Mann. Knapp über 50% die Wurfquote. Und sein Sidekick, Vujicic, der hat das auch ganz gut gelöst. 10 Punkte. Und da wir jetzt Goldspieler benutzen dürfen und nicht nur einen habe, brauchen wir natürlich mehr. Ich habe es in Episode Nummer 2 angesprochen, dass ich ein paar Packs öffnen werde. Das habe ich auch getan, denn donnerstags kommen halt immer diese Nostalgie-Packs oder Flashback-Packs, wie es, glaube ich, im Englischen heißt oder irgendwie so ähnlich. Aber viel wichtiger ist ja der Inhalt. Der Name ist eigentlich irrelevant. Wir gucken uns das erste Pack an, wo es ganze 4 Goldobjekte gibt, aber alle 4 Goldobjekte sind nur Verbrauchsgegenstände. Der Spieler ist Daryl Wright, ein silberner Spieler, momentan Free Agent, glaube ich. War mal bei den Trailblazers, Pack Nummer 2. Wir haken das erste ab und hier öffne ich erst die silbernen Gegenstände. Es ist noch kein Spieler dabei und dann Big L, als er noch bei den T-Wolves war. Ist das eine Hommage an das letzte 2K, wo ich mit Big L die Liga gerockt habe? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir einen zweiten guten Center. Der Andre Jordan, ja eher der Typ, der über Power kommt. Und Big L ist so der Filigrane. Hat auch eine ganz angenehme Stimme, der alte Brombeer. Diejenigen, die das letzte oder die letzte Serie bei 2K15 mitbekommen haben, wissen natürlich, wovon ich gerade geredet habe. Derweil haben wir die nächste Sammlerstufe erreicht. Zweite Runden-Pick. Ich weiß, dieser Name strotzt vor Kreativität, aber wir bekommen 15.000. Genau, 15.000 MyTeam-Punkte nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne mit. Im Umkehrschluss heißt das, dass wir noch mehr Packs öffnen können, denn die sind sauteuer. Mein Gott, 9.350 USC kosten die, glaube ich. Und irgendwie 6.000 noch was MyTeam-Punkte. Gerade gab es Luis Scola. 2009er Saison, glaube ich, als er bei den Rockets war. Bobby Portis, der Rookie der Bulls. In diesem Pack waren nur silberne Karten. Was ist da los? Wenn ich silberne Karten haben möchte, kann ich auch schwächere Packs öffnen. Und hier kriegen wir Raymond Felton. 2007 hat er bei den Bobcats gespielt. Ja, die Bobcats, die gab es auch mal aus Charlotte. War sowieso mit das unattraktivste Franchise vom Namen her, Bobcats. What the hell? Aber Gott sei Dank hatte man einsehen und jetzt heißt man Hornets. Das Emblem sieht übrigens sehr nice aus, wie ich finde. Und hier gibt es den nächsten Goldspieler, Ty Lawson, auf der Schlüsselposition. Also für mich ist es immer die Schlüsselposition, Point Guards. Damit kann man arbeiten. Lawson ist ja gewechselt von den Nuggets zu den Rockets, die jetzt einen ziemlich starken Kader haben, meiner Meinung nach. Denen ist auch ein tiefer Playoff-Run zuzutrauen. Und das nächste Pack hält auch einen guten Point Guard bereit. Kyle Lowry von den Raptors. Somit haben wir eigentlich eine gute Point Guard-Rotation. Natürlich können nicht beide spielen, wenn wir nur 3 Goldspieler benutzen können. Und allmählich hatte sich 2K ein bisschen warm geschossen. Es gibt 3 Goldobjekte. 2 davon haben wir aufgedeckt. Und das dritte Objekt oder die dritte Karte ist Gordon Hayward von den Jazz, der Small Forward, der meiner Meinung nach total überbewertet wird nach diesem Maximalvertrag. Aber wir benutzen ihn bzw. nehmen ihn mit. Hat einen guten Jay, kann für Spacing sorgen. Athletik geht so, aber dann ist es soweit. Chris Breezy, den habe ich geliebt im letzten 2K. Ich mag sowieso Chris Bosh, aber er hat so unfassbar starke Postwerte. Allerdings wurde dieses Jahr der Post ja drastisch degradiert. Keine Spinfakes mehr für mich. Ich bin ja gerne rumgespinnt, ne? Miese Brise. Aber Chris Breezy ist natürlich ein richtig guter Fang für uns. Und dann, oh mein Gott, DeMarcus Cousins, Boogie, der wohl athletischste Center mit DeAndre Jordan oder der kräftigste unterm Korb. Natürlich fehlt Howard, aber ich meine jetzt in der Prime. Wow, das ist natürlich ein richtig guter Fang und damit beenden wir auch das Pack-Opening.